Hallo und herzlich willkommen hier bei Miepel King zu einer neuen Rezension bzw. einem Regelerklärvideo und seiner Rezension von Crimson Company. Ein Spiel von Fabian Fischer und Dario Reinhardt. Es ist ein Spiel für zwei Spieler und läuft zum Zeitpunkt dieses Videodrehs auf jeden Fall noch die Kickstarter-Kampagne. Genau, von der Erweiterung. Von der Erweiterung, wo ihr aber auch das Komplettspiel für einen besseren Preis bekommen könnt. Mhm. Ansonsten könnt ihr Crimson Company auch immer auf der offiziellen Webseite bei den beiden Jungs bestellen zum eigentlichen Preis. Es gibt keinen Kickstarter-exklusiven Content, also tut's einfach, unterstützt sie. Es ist ein deutsches Spiel von zwei deutschen Entwicklern in Deutschland produziert. Ja, Made in Germany. 100% Made in Germany. Ich würde sagen, ja, wie das Ganze funktioniert. Was noch? Ja, da gehen wir jetzt direkt rein, wollte ich sagen. Ja, genau, da gehen wir jetzt direkt rein. Ja. Die Regeln von Crimson Company. Bitte. Die Spielvorbereitung für Crimson Company. Bei Crimson Company sitzen sich die Spieler gegenüber am Tisch. Und in die Mitte werden die drei Burgkarten platziert. Wer die Deluxe-Edition hat, kann die Plastikbogen raufstellen, ist aber nicht notwendig, ist tatsächlich nur ein nettes optisches Gimmick. Nimm für den Anfang erstmal die Bogen, wo kein zusätzlicher Text unten draufsteht, weil die hätten zusätzliche Fähigkeiten. Dann mischt ihr das Deck mit allen Kreaturen und Karten, die ihr habt, und legt dann von oben vier Karten daneben. Und die oberste Karte vom Stapel wird umgedreht. Jeder Spieler bekommt eine Erklärungskarte. Und der Startspieler bekommt drei Münzen. Nehmt die einer, das ist besser. Und der zweite Spieler bekommt vier Münzen. Und das war es auch schon mit der Spielvorbereitung für Crimson Company. Gehen wir direkt rein ins Spiel. Bei Crimson Company gewinnt der Spieler, der zuerst zwei Burgen für sich entscheiden konnte. Eine Burg wird entschieden in der Wertungsphase. Das Spiel läuft immer wieder durch vier Phasen durch. Danach ist der andere Spieler dran. Auch der spielt wieder durch die Phasen und so rotiert das Ganze durch. Bis einer der beiden Spieler in der Wertungsphase vier Karten auf seiner Seite an einer Lane liegen hat. Eine Lane bezeichnet immer die Karten, die unter eine Burg gelegt werden. Also in diesem Fall so. Wenn ich hier vier Karten liegen habe und es geht in die Wertungsphase, dann wird diese Lane gerechnet und dann wird geguckt, wie viele Punkte habe ich auf meiner Seite der Lane, wie viele Punkte hat der Gegner auf seiner Seite der Lane und wer die meisten Punkte hat, der bekommt in dem Fall dann die Burg. Alle Karten werden dann abgeworfen, kommen auf den Abwurfstapel. Die Burg geht auf meine Seite, wenn ich gewonnen habe, und ist damit aus dem Spiel raus und ich habe meinen ersten Punkt. Wenn das Spiel losgeht, kommt immer als erstes die Einkommensphase bei einem Spieler. In der Einkommensphase bekommt der Spieler grundsätzlich erstmal drei Münzen. Die nehme ich mir jetzt. Dann kommen wir in die Rekrutierungsphase, das Herzstück dieses Spieles. Ihr bietet jetzt auf eine dieser Karten, die ihr gerne hättet. Eine Karte besteht immer aus ihrer Punktanzeige, einer und einer Fähigkeit, die beidseitig draufgedruckt wurde, damit beide Spieler von beiden Seiten super drauf gucken können. Es gibt verschiedene Fähigkeiten von den Karten, zu denen komme ich aber gleich. Wenn ihr euch jetzt entscheidet und ihr wollt gerne eine dieser Karten kaufen, dann legt ihr in der Rekrutierungsphase, wenn ihr am Zug seid, eine bestimmte Summe an Münzen, die ihr dafür aufbringen wollt, auf die entsprechende Karte drauf. Und in diesem Moment hat jetzt der Gegner die Möglichkeit, euch diese Karte abzukaufen. Er muss dann dieselbe Menge an Münzen bezahlen, allerdings geht sie dann an euch. Trifft der Gegner diese Entscheidung nicht, er möchte sie nicht haben, dann gehen die Münzen raus in den allgemeinen Vorrat. Das würde wie folgt aussehen: Ich möchte gerne diese Karte haben, der Spieler mir gegenüber sagt, er möchte sie nicht, okay, sie gehen in den allgemeinen Vorrat und ich bekomme diese Karte. Wenn der andere jetzt sagt, er will sie haben, dann kann ich mir von ihm zwei Münzen nehmen. Ich bekomme meine zwei Münzen wieder und die Karte geht an den Gegner. Wir gehen jetzt erstmal davon aus, ich hätte die Karte gekauft. Dann bekomme ich die Karte erstmal in meinen allgemeinen Vorrat. Da lege ich sie vor mich hin.
Es wird sofort eine Karte nachgelegt und oben eine neue aufgedeckt. Ihr könnt niemals auf die obere Karte bieten, das geht nicht. Ihr könnt immer nur auf diese vier Karten hier bieten. Also niemals ist falsch, es gibt Fähigkeiten, die erlauben euch das. Aber grundsätzlich gilt es erstmal nicht. In der Rekrutierungsphase darf ich nur eine Karte rekrutieren. Habe ich das getan, geht es in die Einsatzphase. Jetzt lege ich meine Karte an eine Lane meiner Wahl und ihre Fähigkeit wird entweder sofort ausgelöst oder zu einem späteren Zeitpunkt. Ich entscheide mich, die Karte hier hinzulegen. Jetzt kommt sofort die Wertungsphase. Es wird geguckt, habe ich an einer Lane 4 Karten? Nein, habe ich nicht. Also ist der Gegner dran. Der bekommt in seiner Einkommensphase jetzt wieder die 3 Münzen und kann jetzt seinerseitig auf eine Karte bieten. Jetzt spielen wir das Ganze mal andersrum. Der Gegner bietet jetzt 3 Münzen auf den Zauberer. Und ich sage aber, ich möchte den gerne haben. Meine 3 Münzen gehen an ihn, inklusive seiner eigenen 3. Ich bekomme den Zauberer. Ich lege ihn wieder in meinen allgemeinen Vorrat. Es wird eine neue Karte aufgedeckt. Jetzt sind wir in der Einsatzphase. Allerdings sind wir in der gegnerischen Einsatzphase. Ich war ja nicht dran, als ich diese Karte bekommen habe. Also kann ich sie noch nicht einsetzen. Der Gegner kann nur eine Karte rekrutieren pro Runde oder es nur bei einer Karte versuchen. Das hat nicht geklappt. Also hat er keine Einsatzphase. Wertungsphase wird jetzt auch nichts passiert sein. Also bin ich wieder dran. Ich bekomme 3 Münzen. Und jetzt kommt die Rekrutierungsphase. Ich kaufe mir eine Karte. Jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit zu sagen, wenn ich hier gerne 3 auf 1 packe. Er möchte nicht. Die gehen in den allgemeinen Vorrat. Ich bekomme diese Karte. Eine nachlegen, eine aufdecken. Und jetzt habe ich die einmalige Möglichkeit, 2 Karten zu platzieren. Denn es geht in die Einsatzphase und ich platziere die beiden Karten, die ich hier habe. Ganz wichtig, ihr müsst eure Karten platzieren. Ihr könnt euch das nicht aussuchen, aufschieben, aufheben. Selbst wenn ihr euch damit selber eine Einheit zerstören müsst oder. Ihr müsst die Karten legen. Ich entscheide mich jetzt dafür, den dahin zu legen und ich lege den dahin. Es gibt 5 verschiedene Effekte von Karten. Bei den meisten Karten ist sofort ersichtlich, wann dies eintritt, da die Farben dazu auf der Erklärungskarte stehen. Zum Beispiel bei dieser Fähigkeit. Hier steht, zündet während der Rekrutierungsphase. Also, wenn ich versuche, eine Karte zu kaufen, dann ist diese Fähigkeit aktiv. Dann haben wir Zerstören. Das ist die Fähigkeit, die hier nicht mit draufsteht, aber sie ist grau. Sie heißt, wenn diese Kreatur auf den Ablagestapel geht, dann löst sie ihren Effekt aus. Dann haben wir noch die Einkommensphase. Immer in meiner Einkommensphase würde ich bei dem zum Beispiel eine extra Münze bekommen. Wir haben die Wertungsphase. Da ist es halt immer so, wenn es zur Wertung kommt, dann zündet ihre Fähigkeit. Nicht vorher, ganz wichtig, es steht auf Kreaturen drauf, sie bekommt 1 Stärke dazu oder sie kriegt 3 Stärke abgezogen. Ganz wichtig, dieses Wertung-Doppelpunkt zündet auch wirklich erst, wenn es zur Auswertung kommt, weil 4 Kreaturen in einer Lane sind, vorher nicht. Und dann haben wir die letzte Möglichkeit der Fähigkeit und das ist, wenn gar nichts davor steht, sondern wenn die Fähigkeit einfach nur hier so aufgelistet ist, wie sie da steht, ohne ein Wort davor, dann zündet sie in dem Moment, wo ihr die Karte in die Lane reinschiebt, müsst ihr diesen Effekt auslösen. Es gibt Effekte, die lassen euch Kreaturen drehen, auf der eigenen Seite oder auf der gegnerischen Seite. Was jetzt hier in den Folien nicht zu sehen ist, wenn eine Karte gedreht wird, ist auf der anderen Seite die 0-0 zu sehen. Das heißt, diese Karte hat aktuell eine Wertigkeit von 0. Sie zählt aber trotzdem gegen die Anzahl der Karten auf meiner Lane-Seite. Ich hätte jetzt eine Karte auf meiner Lane. Ihr könnt übrigens, wenn ihr in einer Runde 2 Karten in eine Lane platziert, auch über diese 4 kommen, weil das passiert ja vor der Wertungsphase. Damit könntet ihr zum Beispiel auch auf 5 Karten in einer Lane kommen, bevor es in die Wertung geht und dann zur Auswertung kommt. Bei einem Gleichstand zwischen 2 Spielern in den Lanes wird einfach weitergespielt, bis jemand eine 5. Karte da hat, dann wird ausgewertet. Diese Karte ist jetzt 0 wert. Wenn eine Karte umgedreht wurde, verliert sie automatisch alle ihre Fähigkeiten. Selbst wenn sie in der Wertungsphase kommen würde, in der Rekrutierungsphase, sie hat keine Fähigkeiten. Wird diese Karte durch eine fremde Fähigkeit wieder zurückgedreht, ist ihre Fähigkeit wieder aktiv. Wichtig ist, bei den Karten, wo keine Fähigkeit davor steht, also keine spezielle Phase,
Diese Karten lösen immer wieder neu aus, wenn ihr sie dreht. Wie zum Beispiel bei diesem Ninja, zerstöre eine verdeckte Karte der Lane. Wenn ihr es immer wieder schafft, den hin und her zu drehen, würdet ihr damit immer wieder eine zerdeckte Karte in dieser Lane zerstören. Das ist zum Beispiel so eine Fähigkeit. Damit würdet ihr auch eine verdeckte Karte auf eurer Seite der Lane zerstören, wenn es beim Gegner keine Möglichkeit gibt. Dann müsst ihr dies tun. Wenn die Münzen alle sind, es ist eine verbrauchbare Ressource, dann sind die Münzen alle. Dann gibt es keine in der Einkommensphase mehr dazu. Am Anfang ist es relativ oft passiert bei uns, im späteren Spielverlauf dann nicht mehr, wenn man öfter mal dem Gegner die Karten klaut und die Münzen hin und her geschoben werden. So, das war es soweit mit der Erklärung zu Crimson Company. Das waren auch schon alle Regeln und ihr könnt direkt einsteigen. Falls es diverse Fragen zu einzelnen Karten gibt, weil etwas unklar ist, gerade bei denen aus der neuen Erweiterung, gibt es in der Anleitung eine Mini-Erklärung zu den kompliziertesten Karten. Jetzt geht's zum Fazit. So, das waren auch schon die relativ kurzen und knackigen Regeln zu Crimson Company. Ja. Und jetzt folgt unsere Meinung zu dem Spiel. Ich muss sagen, ich habe es erst einmal gespielt. Für mich ist es quasi ein erstes Fazit, wie ich das Spiel finde. Du hast es schon öfter gespielt. Von mir gibt es ein Langzeitfazit. Genau. Dann fange ich mal ganz kurz an, wie wir immer anfangen, mit den Materialien. Sehr, sehr cool. Ja. Für den Preis bekommt man wirklich sehr, sehr viel. Hier Deluxe-Variante. Die Deluxe-Variante, ja, wichtig natürlich. Genau. Ja, es gibt auch ein paar Münzen. Ja. Genau. Bei der Deluxe-Variante hat man diese coolen Metallmünzen. Und diese Plastikschlösser, die sich aber nicht billig anfühlen. Also es ist wirklich ein gutes Plastik, sage ich mal. Ein gutes Plastik. Ja, Es hätte aber für mich jetzt nicht sein müssen. Also die machen es nicht. Also die Münzen, ja. Nö, es sieht schick aus. Es ist kein Muss. Die Münzen sind ja auch kein Muss. Es gibt auch Leute, die interessiert es nicht. Aber wie wir ja schon gesagt haben, das ist wirklich haptisch, macht das definitiv was aus. Ja. Ja. Die Karten? Gut. Ja, definitiv. Solide. Ja. Also kann man grundsätzlich bei dem ganzen Material nicht meckern. Ich mische noch ganz kurz einmal. Die haben doch auch dieses Line-Finish, haben die Karten auch. Also grundsätzlich haben sie da solide gearbeitet, kann man nichts gegen sagen. Man sollte natürlich, ist ein Kartenspiel, da könnte man die Karten definitiv sleeven, damit die noch ein bisschen länger halten und man da mehr von hat. Ja. Zum nächsten Punkt. Ja, wie competitive ist das? Ja, das haben wir, glaube ich, jetzt in der Anleitung ausreichend erklärt. Ja, maximal competitive, mehr geht überhaupt nicht. Also genau. Man hat quasi nichts anderes zu tun, als dem anderen das Leben schwer zu machen. So ist es, genau. Es gibt nichts anderes. Ist ja 2 gegen 2. 1 gegen 1, also maximal 2 Spieler. Es gibt aber mit der neuen Variante auch eine 2 gegen 2 Variante. Mhm. Das wusste ich nicht. Auch kommen. Und es gibt auch jetzt downloadbar eine Koop-Variante 2 gegen das Spiel. Und es gibt eine App. Hast du das auch mitbekommen? Nein. Sie wollen auch eine App rausbringen, wo das Spiel dann spielbar ist. Könnte ich mir bei dem Spiel aber tatsächlich auch vorstellen, dass das... Das kann ich mir gut vorstellen. Das könnte gut laufen, ja. Und natürlich sehr cool, sollte bei so einem Spiel auch sein, aber dass es so schön von beiden Seiten bedruckt ist, dass es einfach jeder super lesen kann. Ja, genau. Also da gibt es grundsätzlich nicht zu meckern bei dem grundsätzlichen Spielmaterial. Ja, unser nächster Punkt. Die Erlernbarkeit. Ja, die Erlernbarkeit. Ja gut, das hast du wirklich in 10 Minuten auch den... Ja, Max, wirklich. Es gibt nicht viele zu beachten. Ja. Und wenn man die paar Sachen drauf hat, dann ist es einfach zu erlernen, aber es hat eine echt krasse strategische Tiefe. Ja, definitiv. Dadurch, dass einfach jede Karte anders ist und man ja mittlerweile durch die 2 Erweiterungen jetzt mit dem neuen Kickstarter wirklich so viele verschiedene Karten hat und da gibt es wirklich massig Varianten, wie das Spiel abläuft. Ich finde aber, was die Erlernbarkeit angeht, auf jeden Fall solltet ihr schon mal Brettspiele gespielt haben. Es muss nichts Komplexes sein. So, ja. Man sollte am besten, also wenn ihr hier mit den Klassikern Catan oder Risiko schon was zu tun hattet, dann geht das. Dann ist es erlernbar. Wenn ihr damit anfangt, könnt es ein paar Knoten im Gehirn erzeugen. Ja, vor allem, weil es halt, Knoten im Gehirn erzeugen ist gut, weil es halt jeder Charakter unterschiedlich ist und dann so viele Kombinationen gibt. Genau. Also, das stimmt. Also wer schon mal ins Brettspielland reingeguckt hat, für den ist das auf jeden Fall was. Ja, genau. Und nach hinten raus ist es einfach sehr komplex. Das ist es, genau. Dann würde ich kurz mit meinem ersten kurzen Fazit anfangen. Genau, also ich habe das Spiel, wie gesagt, erst einmal gespielt und ich finde es cool, vor allem, weil es diesen krassen, kompetitiven Gedanken hat, weil man wirklich mit dem Gegenüber und jedes Spiel spielt sich halt mit jemand anderem auch anders, da man halt mit dem Gegner so ein bisschen pokert, heißt, wenn man so Geld auf eine Karte setzt und man kennt die Person zum Beispiel nicht, dann kann man halt wirklich auch schwierig einschätzen, wie der andere reagiert, aber wenn man das mit guten Freunden spielt oder auch mit der Freundin, wie auch immer, dann finde ich, das hat es noch einen besonderen Reiz, wenn man wirklich so den anderen so ein bisschen, braucht er diese Karte jetzt, braucht er die Karte nicht, also das finde ich ziemlich cool, genau. Und mir gefällt, dass das Spiel so kurz und knackig ist. Es gibt bei mir im Real relativ wenig Spiele, die so eine strategische Tiefe haben, und aber so schnell aufgebaut sind und sich relativ schnell runterspielen. Auf den Abbau, ne? Ja. Auf Abbau gespielt, 20 Minuten, ja.
richtig geil. Also mir gefällt das Spiel gut. Ich spiele es definitiv noch ein paar Runden mehr und will mir wahrscheinlich das Spiel selber auch zulegen. Okay, dann kommen wir zu meinem Langzeitfazit. Ich habe es schon mehr als 10 Runden gespielt und habe es mit 5 verschiedenen Leuten jetzt auch schon gespielt. Ich habe es auch schon mit Arbeitskollegen gespielt. Und wie er schon sagte, ein cooler Punkt ist, je nachdem, gegen wen man spielt, es gibt Leute, die pokern wirklich bis auf die letzte Münze mit dir. Ja. Und dann gibt es Leute, dann spielst du gegen andere und du legst die Münzen drauf und ja, kannst du haben. Und irgendwann hast du keine Münzen mehr, weil du eigentlich darauf gesetzt hast, genau, dass der andere dir mal was gibt. Und der gibt dir einfach alles. Und also wirklich sehr interessant, je nachdem, gegen wen man spielt. Ich finde es auch super. Alle Punkte wurden schon genannt, die man zu diesem Spiel nennen kann. Der Tiefgang ist einfach ein Hammer. Und durch diese drei Lanes, es gibt in diesem Spiel schon und dann auch in der neuen Erweiterung, es gibt diese Burgen, die Karten, die sind auch mehrseitig bedruckt. Da gibt es noch spezielle Fähigkeiten drauf, die das Ganze dann noch komplexer machen. Also wenn ihr eine Karte zum Beispiel auf diese Lane legt, Wertungseffekte in dieser Lane werden ein weiteres Mal ausgelöst. Ah ja, okay, cool, ja. Ja. Dadurch kann man das Spiel dann noch komplexer machen, falls es einem so nicht reicht. Ich habe es bei allen Leuten, denen ich es erklärt habe, denen konnte ich es sehr gut und kurz erklären und wir sind schnell reingekommen und da werde ich auch ab und zu mal gefragt, wollen wir nicht noch schnell eine Runde einschmeißen? Genau. Haben wir nicht die Zeit. Ja. Und weil es halt eben so schnell aus- und einpackbar ist, kommt es auch öfter mal auf den Tisch. Ja, wenn man feststellt, da passt noch ein kurzes Ründchen irgendwas rein, dann kann es Crimson Company sein. Genau, und es ist halt wirklich auch so eine kleine Verpackung, man kann es überall mit hinnehmen. Also auch mal... Ja. Wenn man zum Beispiel mit der Freundin oder auch mit Freunden in Urlaub, da kann man es immer mit reinwerfen. Das ist überhaupt kein Ding, die passt überall rein, die Packung. Finde ich geil. Ja, also von uns eine ganz klare Empfehlung. Daumen hoch. Ja, definitiv einen Daumen hoch. Könnt ihr euch zulegen, dieses Spiel? Ja, gibt es noch irgendwas dazu zu sagen? Nö, eigentlich nicht. Okay, dann vielen Dank fürs Einschalten. Genau, wenn ihr konstruktive Kritik habt, generell zu den Videos, unten in die Kommentare. Habt ihr das Spiel selber oder interessiert euch das Spiel jetzt, wo wir es euch vorgestellt haben? Auch unten in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Gerne einen Daumen nach oben. Abonnieren, wenn euch generell der Kanal gefällt und die Glocke aktivieren. Die Glocke. Genau. Ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und das war's von Meeple King. Ciao.